einem Schnelllebigen-Markt ist alles möglich. Investitionsmöglichkeiten ergeben sich. Handelsstrategien entwickeln sich. Am wichtigsten ist jedoch, einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite zu haben. Tickmill. Immer an ihrer Seite. Ein herzliches Willkommen bei der heutigen, ja, edukativen Besprechung mit dem Thema Performance-Strategien im Forex-Handel. Eigentlich hätten wir uns ja an dieser Stelle auf der Invest zu diesem Thema treffen sollen, aber die Umstände machen es für den einen oder anderen durchaus auch ein bisschen bequemer in der Home Edition. Das heißt, wir schauen jetzt in den nächsten 25 bis 30 Minuten einfach einmal auf die Fakten, wie Performance-Strategien im Forex-Handel funktionieren, wie ich das Ganze in meinem eigenen Trading entsprechend auch umsetze. Fragen bitte ich direkt im Chat hier zu hinterlassen. Ich kann zwar hier während dieser Webinareinheit nicht auf die Fragen eingehen, es ist einfach zu wenig Zeit vom Inhalt her, aber weil ich das letztes Jahr auch gemerkt habe, auf der Invest, es kommen doch deutliche Fragen, immer noch auch im Nachgang. Ich mache ein Webinar im Anschluss an unsere Veranstaltung. Hier die Fakten gibt es nachher noch und da werde ich auf alle Fragen eingehen. Das heißt, da gibt es Raum und Zeit für Ihre Fragen. Das ist ein Spezialwebinar, was ich mache und deswegen bitte alle Fragen stellen. Ich gehe im Spezialwebinar auf alles auch ein. Fakten gibt es später. Bevor wir hier entsprechend durchstarten, bitte ich den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit kommen wir zum Thema, worüber sprechen wir? Erfolgreich im FX-Trading. Wir schauen auf den Vorteil im Forex-Markt. Wir blicken, was eine erfolgreiche Strategie beinhalten sollte, schauen auf den Weg zur passenden Strategie und dann gibt es einen Einblick in mein eigenes persönliches Trading, wie ich damit entsprechend auch umgehe. Und damit starten wir hier durch mit dem nächsten und ersten faktischen Thema an dieser Seite. Der große, große Vorteil vom Forex-Markt ist natürlich, dass wir hier ein extrem hohes Handelsvolumen haben. Wenn wir mal auf die aktuellen Zahlen an dieser Stelle sehen, hier, da steht es geschrieben, wir haben in diesem Markt 6,5 Milliarden, die hier täglich gehandelt werden. Und den Großteil davon, der wird in der Währung US-Dollar getradet. Das heißt, das ist eine extrem hohe Liquidität, die wir haben. Und das ist ja schön. Liquidität ist das, was wir Händler brauchen, um gute Kurse und gute Trading-Möglichkeiten für uns zu nutzen. Heißt also hier, was ist der große, große Vorteil vom Forex-Markt? Nummer 1, eine äußerst schnelle Liquidierung von Positionen bzw. auch ein äußerst schneller Aufbau des Ganzen und verglichen mit anderen Märkten, beispielsweise dem Aktienmarkt, sind wir hier in der Lage, zu extrem engen Spreads zu traden. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier nehmen wir mal die Aktie von der Daimler. Als ich die Präsentation hier fertig gemacht habe, hatte die Daimler ein Bid von 27,61 Euro, ein Ask von 67,62 Euro. Das ist ein Spread von einem Cent. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Beim Euro-US-Dollar, als ich die Präsentation gemacht habe, stand der US-Dollar bei 1,08595 auf der Bid-Seite und im Ask bei 1,08597. Das heißt, schaut mal hier, da haben wir ein Spread von 0,00002. Das ist so, so klein. Verglichen mit der Aktie ist das echt ein riesengroßer Unterschied und das ist natürlich sehr, sehr eng an dieser Stelle. Das heißt, wir haben den kleinen Spread, wir haben im Forex-Bereich auch extrem geringe Handelskosten. Wer schon mal Aktien gehandelt hat, der weiß, wie groß die Kosten hier zu Buche schlagen können. Das ist hier deutlich kleiner. Das nächste,
ist, es gibt kein Gap-Risiko bei Overnight-Positionen, beziehungsweise ist das extrem selten. Am Wochenende ist eine Ausnahme, ja, da sind ja die Märkte von Freitag oder beziehungsweise am Samstag und am Sonntag sind ja die Märkte geschlossen. Da gibt es dann zwischen dem Wochenende und dem Wochenbeginn natürlich ein Risiko des Gaps, aber wir haben hier während der Woche einfach durchlaufende Märkte und deswegen fällt dieses Gap-Risiko in aller Regel aus. Und noch ein großer Vorteil: am FX-Markt traden Sie mit Margin, das heißt, Sie schonen Ihr Eigenkapital. Im Vergleich zum Aktientrading mit reinen Aktien ist das natürlich ein großer Vorteil, weil deutlich geringerer Kapitaleinsatz notwendig ist. Und das ist ein großer Vorteil, zum einen für diejenigen, die im Trading starten und noch nicht so viel Kapital haben, zum anderen für diejenigen, die sich sagen, okay, wir haben schon etwas, ich habe schon etwas gesammelt an Geld, schon etwas ertradet, erfolgreich mit Strategien und ich möchte jetzt damit starten, etwas zu diversifizieren im Portfolio und auf dem Forex-Markt mit aktiv zu werden. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Man braucht einfach nicht so viel Geld, um entsprechende Summen zu bewegen und eine vernünftige Performance zu erwirtschaften. Ich habe es gesagt, der Forex-Markt ist 24 Stunden handelbar. Es macht aber nicht immer Sinn, auch zu traden. Von der Seite her habe ich mal eine Übersicht hier an dieser Stelle erstellt, wo Sie sehen können, zu welchen Zeiten rund um den Globus die Händler entsprechend auch aktiv sind. Weil man muss einfach sagen, wir haben zwar einen hochliquiden Markt, aber man merkt zu gewissen Tageszeiten natürlich auch, wann die profitablen Profitrader am Werk sind oder nicht. Das heißt, wir haben ja die asiatischen Handelssession, wir haben die Handelssession in Europa, wo Deutschland und London wichtige Rollen spielen und dann natürlich noch die USA. Und so habe ich das hier an dieser Stelle auch mal aufgezeigt. Das heißt, wir haben den asiatischen Handel, der ist bei uns hier spätestens ist da 10 Uhr Feierabend. Dann fängt bei uns in Europa das Geld an, ab 8 Uhr so langsam in den Markt zu kommen. 10 Uhr spätestens kommen dann die britischen Händler dazu. Das Ganze geht dann weiter am Nachmittag in den US-Handel. An dieser Stelle kommen dann so ab 14, 14.30 die US-Händler noch mit dazu. Und dann ist eines noch wichtig zu sehen, es gibt auch immer mal Mittagszeiten. Da mag der ein oder andere jetzt lachen und sagen, wie Mittagszeiten. Es ist einfach so, man darf das nicht vergessen, der Forex-Händler bzw. der Händler, der beispielsweise in London an Desk sitzt, der kommt ja irgendwann auf Arbeit, der macht auch irgendwann mal Mittag und dann geht er irgendwann nach Hause. Und während den Zeiten, wo er nicht am Desk sitzt, wird er auch nichts machen. Das heißt, da ist das Geld einfach etwas knapper am Markt vorhanden und deswegen hat die Mittagszeit auch so eine gewisse Rolle, wo man merkt, da ist ein bisschen weniger an den Märkten los und wenn die Mittagszeit vorbei ist, gibt es dann meistens wieder so einen schönen Schub, der hereinkommt. Mit Blick auf die besten Zeiten für den Forex-Handel in Deutschland kann man sagen, zwischen 8 und 11 Uhr beziehungsweise 14 Uhr und 17.30 Uhr, dann geht so langsam das Geld raus, dann verabschieden sich die europäischen Händler, also die deutschen Händler. London macht auch irgendwann zu und dann bleibt am Ende nur noch die USA und dann kommt irgendwann wieder ein bisschen Asien dazu, aber irgendwann ist halt quasi deutlich spürbar weniger Liquidität am Markt und das ist dann das, was wir sehen, was in die besten Handelszeiten für das Forex an dieser Stelle auch mit einfließt. Sprechen wir nun mal über Fakten, die eine erfolgreiche FX-Strategie ausmacht. Allgemein kann man sagen, dass im Trading, im Forex-Trading, überwiegend nach der klassischen Charttechnik getradet wird. Aber Nachrichten spielen immer auch eine Rolle. Das heißt, Nachrichten beeinflussen auch hier ganz, ganz stark die Kurse. Zu Zeiten, wo keine Nachrichten zu erwarten sind, funktioniert die Charttechnik wirklich hervorragend. Wenn allerdings News kommen nach politischen Nachrichten oder Konjunkturnachrichten, das sehen wir ja jetzt beispielsweise auch, wenn wir Nachrichten über die Corona-Krise bekommen, das beeinflusst schon immer mal die Kurse sehr, sehr deutlich. Und deswegen ist es auch wichtig, in der Handelsvorbereitung immer auch zu schauen, wo stehen denn Nachrichten, wann kommt welche Nachricht an den Markt, zumindest, dass man das, was man planen kann, irgendwo ins Trading auch mit einbeziehen lässt. Und das Forex-Trading, ich hatte es avisiert, ist gehandelt bzw. wird gehandelt mit Hebeln. Das heißt, man tradet hier unter der Ausnutzung von Margin. Bei Nebenwährungen sollte man ein bisschen auch auf die Spreads achten. Das heißt, wir haben ja verschiedene Arten von Währungen und die Haupthandelswährungspaare, da hat man nicht wirklich, da muss man nicht auf die Spreads achten. Aber wenn man so in Richtung der exotischen Währungspaare gehen, die durchaus im Handel auch Sinn machen können,
dann sollte man auch darauf achten, dass hier die Spreads immer auch ein bisschen zum Handelszeitrahmen passen. Das heißt, jemand, der eine Währung mit sehr, sehr hohen Spreads im ganz, ganz kurzfristigen Bereich traden möchte, der wird dann einfach nicht glücklich, einfach weil der Spread, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage einfach zu groß ist. Das muss hier entsprechend auch zusammenpassen. Thema Strategien, Thema Trading. Was gibt es hier noch zu beachten? Ein wichtiger Fakt ist, dass man so ein bisschen die Denkweise eines Unternehmers beim Trading haben sollte. Ja, das heißt, der klassische Angestellte, der davon ausgeht, ich arbeite und kriege Geld dafür. Das heißt, ich gehe morgens um 8 auf Arbeit, abends um 5 nach Hause. Dafür bekomme ich so und so viele Euro am Monatsende. Und was ich auf Arbeit gemacht habe, ist nicht ganz so wichtig. Der wird im Trading mit dieser Einstellung mit Sicherheit vollkommen krachen gehen, ja, weil beim Trading ist es so, man arbeitet, man wird aber nicht immer bezahlt, weil der Markt spielt nicht immer mit. Das heißt, sonst wäre es ja einfach, ich setze mich hin, ich mache einfach meine Trades und am Ende des Tages ist das Konto gewachsen. Das wäre schön, wenn das immer so ist, ist es aber nicht. Das heißt, ein Trader ist ein Unternehmer und jeder Unternehmer, wir haben ja sicherlich auch den ein oder anderen Unternehmer, der hier zuschaut, wird das kennen. Am Monatsende wird zwar immer Geld verdient, aber es gibt immer wieder Schwankungen, ne? Und man hat auch immer mal im Trading Trades dabei, die nicht so gut laufen. So ist es auch in einem Geschäft so. Da muss man sich an die Wirtschaftsphasen anpassen. Gerade jetzt hat es ja viele Geschäfte auch in der Corona-Pandemie getroffen, dass man sich da komplett neu umstellen musste. Und so ist es auch beim Trading. Der Unternehmer muss sich oder der Trader muss sich an den Markt anpassen und er geht auch mit jedem Trade ein Risiko ein. Ne? Das Risiko, was der Arbeitnehmer angeht, wenn er dann auf Arbeit angekommen ist, das ist quasi nicht wirklich vorhanden. Er ist da, er leistet seine Zeit ab und fertig ist. Beim Trading ist es wirklich nicht so. Sie gehen mit jedem Trade Risiken ein und diese Risiken, die müssen wirklich kontrolliert werden. Das heißt, Trader sollten eine wirtschaftliche Denkweise besitzen, ein unternehmerisches Kalkül an den Tag legen und immer dazu bereit zu sein, sein Handeln strategisch an wirtschaftliche Veränderungen anzupassen. Das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, um erfolgreich an den Märkten aktiv zu werden. Das nächste ist das Thema der Selbstkontrolle und der Trade-Analyse. Im Trading gibt es keinen, der uns auf die Finger schaut und der uns auf die Finger haut. Das heißt, wenn wir am Trading-Markt Fehler machen, wird uns dafür keiner bestrafen, außer unser Kontostand. Ne? Und für den einen oder anderen hilft die Strafe auf dem Konto nicht, wenn er schlecht tradet. Da wird dann irgendwann gesagt, ach, das mit der Börse, das ist alles Mist, das lohnt sich überhaupt nicht. Weg, das ist nicht meins. Da ist das Konto auf Null. Aber der Trader, und diesen Weg bin ich ja auch gegangen, der hier durchhält und aus seinen Fehlern lernt und immer wieder kontrolliert, was lief gut, wo muss ich mich verbessern und das, was gut läuft, immer wieder wiederholt und das, was verbessert werden muss, immer wieder verbessert. Das ist Thema Selbstkontrolle, das ist Thema Trade-Analyse und deswegen braucht man das. Und dann ist man auf dem richtigen Weg, weil dann fokussiert man sich auf das, was funktioniert und das, was nicht funktioniert, das wird so Stück für Stück beiseite geschoben und dann ist gut. Und das Ganze natürlich mit dem Fokus auf Gewinne. Das Konto soll ja schließlich wachsen hier im Trading. Jetzt geht es darum, was braucht man denn, um erfolgreich zu traden? Ja? Das ist zum Ersten natürlich, man braucht eine funktionierende Handelsstrategie und man braucht Erfahrung, ja, also das heißt, es wird nicht funktionieren, dass man sich irgendwo ein Buch kauft oder hier guckt, was macht denn der Seidel jeden Morgen, zum Beispiel bei Tickmill im Morning Briefing, was zeigt er uns denn da oder was setzt er denn einfach in seinem Signaldienst bei Devisen 100 um und dann mache ich das einfach mit und fertig ist. Natürlich, das ist etwas, das kann funktionieren, aber, und das habe ich auch aus meiner eigenen Historie gelernt, es ist immer gut, wenn man am Trading-Markt seinen eigenen Stil irgendwann findet, seine eigene Strategie am Ende des Tages handeln kann, die man auch blind beschreiben kann. Weil im Trading, wenn man das mal über die breite Menge der erfolgreichen Trader auf unserer Welt, sagen wir mal, sieht, die machen alle irgendwo das Gleiche, nur in Nuancen anders. Ja? Ja, das ist der große, große Unterschied. Das heißt, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Touch.
Und das ist halt das Thema der Strategie. Ja, es gibt beispielsweise sehr, sehr viele Strategien. Die meisten Strategien, die ich kenne, arbeiten mit Trends zusammen. Ja, das ist zum einen natürlich die Trendhandelsstrategien, aber zum anderen auch einfach mal zu sagen, wo sind wir denn hier verortet? Wo lief der Markt hin? Ist es gerade ein steigender Markt, ein fallender Markt? Und daran werden Handelsstrategien abgeleitet. So, das ist mal die Grundtatsache. Und wie der Trade dann in diesem entsprechenden Markt umgesetzt wird, da gibt es die Nuancen, da gibt es Trader, die haben an den bestimmten Stellen unterschiedliche Strategien. Und das ist das, was dann die Individualität ausmacht. Und das ist dann ihre persönliche Strategie gekoppelt mit der Markterfahrung, die sie haben. Was auch sehr, sehr erfolgreich im Traden macht, ist, wenn man es schafft, emotionale Trades wegzuwischen. Wir sind allesamt Menschen. Wir haben Emotionen und ein Trader ist kein Computer. Punkt. Das heißt, wir kommen nur im Trading voran, wenn wir in irgendeiner Art und Weise wissen, wie wir funktionieren, wie jeder eigene Mensch funktioniert, wie wir persönlich funktionieren und wann wir emotional werden. Und immer dann, wenn wir emotional werden, sollten wir mal schauen, was passiert denn da in unserem Trading. Und wenn wir da negative Erfahrungen in den Trades sehen, im Trading-Tagebuch, bitte analysieren und einen Plan entwickeln, wie wir es schaffen, um diese Situationen herumzukommen, die Emotionen hervorrufen. Was brauchen wir noch im Trading? Ganz klar, Geduld und Disziplin sind wirklich wichtige Tugenden. Warum? Man kann nicht immer traden. Na gut, okay, das ist ein Fehler. Sie können natürlich immer traden, ne? Im Forex-Markt auch 24 Stunden am Tag. Das ist ja echt überhaupt kein Problem. Aber wir warten als erfolgreiche Trader immer auf unser Setup. Und da gibt es halt Zeiten, das merken jetzt momentan auch die Leser von unserem Devisendienst, da ist es schwieriger an den Märkten, Setups zu finden, die auch gut funktionieren. Und da muss man einfach mal ein bisschen geduldig sein und sagen, okay, wenn jetzt gerade in dieser Marktphase das Trading schwierig ist, die Signallage nicht ganz so gut ist, dann wartet man einfach ab. Ne? Das ist so ähnlich wie ein Krokodil auf der Jagd. Ich durfte das mal beobachten. Die Krokodile, die haben wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte Technik zum Jagen. Und zwar versuchen die, die Beute erst dann zu schnappen, wenn das Risiko, dass die Beute wegrennen kann, fast ausgeschlossen ist. Ja? Also das heißt, wenn das Gnu am Wasserloch steht, rennt das Krokodil nicht los. Das Krokodil wartet, bis das Gnu den Kopf am Wasser hat und mit der Zunge anfängt, Wasser zu trinken. Dann schnappt das Krokodil zu. Und das ist genauso im Trading. Wir warten als erfolgreiche Trader, bis der Trade zu uns kommt. Und erst dann, wenn er da ist, greifen wir zu. Und das ist das Thema Geduld und Disziplin. Auf die Signale zu warten und nur dann zu handeln, wenn wirklich auch Signale da sind. Und wir bilden uns als Händler stetig fort und entwickeln uns weiter. Das heißt, wir brauchen als Händler immer den Bezug zum Markt. Und wenn sich irgendetwas ändert, wenn es neue Technologien gibt oder der Markt eine starke Veränderung hat, dann müssen wir Händler uns anpassen, uns weiterbilden und immer quasi im Gleichklang mit dem Markt sein, weil es nützt nichts, wenn wir Strategien traden wollen, die einfach hier an dieser Stelle nicht funktionieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ein erfolgreicher Trader, der konzentriert seinen Handel einzig und allein auf die Sachverhalte, die für ihn, für sein persönliches Trading, für seinen persönlichen Erfolg förderlich sind. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie so ein Weg zur passenden Strategie entsprechend auch ausschauen kann. Das heißt, hier erst einmal Gedanken zur Strategieerstellung. Was brauchen wir zum Trading? Wir brauchen die Gedanken zur Positionseröffnung und zur Positionsgrößenbestimmung. Das nächste Thema, das dritte, ist der persönliche Umgang mit Verlusten. Verluste treten im Trading immer auf. Die sind ein Teil des Geschäfts und aus diesem Grund ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Dann müssen wir bestimmen, wie hoch das maximale Initialrisiko für unseren Trade sein darf. Und am Ende brauchen wir natürlich auch immer noch ein Ziel. Das heißt, wir müssen ja wissen, wohin der Trade auch laufen kann. Das ist ja nicht hier Glücksspiel oder Raten oder Malen nach Zahlen. Wir pinseln einfach mal einen Strich in den Chart und legen dort unser Ziel hin.
das muss natürlich alles Hand und Fuß haben. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann haben wir ein schlüssiges Konzept. Und an dieser Stelle sage ich auch immer wieder den Leuten, die zu mir ins Coaching kommen oder in die Seminare oder Webinare, im Trading ist es so wie in vielen, vielen anderen Dingen im Leben auch. Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, im Englischen kennt man das Ganze unter dem KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid. Thema Risiko. Risiken zu begrenzen ist wirklich das A und O im Trading. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach wissen, dass die Risiken, die wir im Trading eingehen, wenn sie gezogen werden vom Markt, das heißt, wenn wir einen Trade im Risiko beenden, das müssen wir als Händler ja wieder rausarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, die Risiken so klein wie möglich zu halten. In der Tabelle, die wir hier sehen, sehen wir das ganz klar mal. Wer ein Risiko von, oder ein Verlust von 10% einfährt, der braucht nur 11%, um das Ganze wieder auszugleichen. Jemand, der 50% Verlust macht, der muss die restliche Kontogröße verdoppeln, um nur mal wieder auf plus minus null zu kommen. Das heißt, je größer die Verluste werden, je schwieriger ist es, diese Verluste wieder einzuholen. Deswegen sage ich auch immer, bitte die Verluste so klein wie möglich halten und in einer Handelsstrategie die Risikobetrachtung und auch das Thema Drawdowns und das Thema Umgang mit Verlustphasen, wie man sich da anpasst, das sind alles Dinge, die gehören ins Risikomanagement mit rein. Ja? Und bei der Risikobestimmung gibt es auch mal jetzt einen kurzen Anhaltspunkt, wie man das unter anderem machen kann. Das heißt hier beispielsweise, dass man sagt, okay, klassisch die Größen, ein halbes bis 1% vom Trading Kapital ist das Risiko. Ja? Das heißt, wer mit einem Konto von 10.000 Euro unterwegs ist, nimmt von diesen 10.000 Euro pro Trade ein bis ein halbes Prozent und das ist dann die Risikogröße für die Positionsgrößenbestimmung. Oder es gibt auch Händler, die sagen sich, okay, damit komme ich nicht so zurecht, ich möchte lieber einen festen monetären Betrag als Risiko haben, dann ist das auch okay. Dann ist es aber auch wichtig, dass man immer mit diesem festen Risikobetrag tradet bzw. arbeitet und nicht immer hin und her wechselt an dieser Stelle. Man kann das Ganze auch oder beziehungsweise die ganze Risikosteuerung berechnen mittels des Chance-Risiko-Verhältnisses. Ja? Wenn einfach der Markt beispielsweise im Long Trade sozusagen nicht so viel hergibt und man möchte diesen Trade aber unbedingt machen, da muss man einfach schauen, dass man einen Einstieg findet, wo man das Risiko kleiner machen kann. Ja? Dass man heißt, dass man nicht nur das Risiko kleiner zieht und sagt, okay, das CRV ist blöd, da kann man ja das Risiko einfach kleiner ziehen oder den Take-Profit einfach ein bisschen weiter wegziehen. Das ist immer schwierig. Viel, viel wichtiger ist es hier, dass man sozusagen Risiko und Chance in einem guten Verhältnis hält und dass man auch die Chance-Risiko-Verhältnisse am Markt quasi auch anpasst. Ne? Wenn man einfach dort merkt, der Markt hat keine Chance, so weit zu laufen oder die Chance ist sehr, sehr gering, bezogen auch auf das Risiko, dann muss man hier die Schraube ansetzen und sich sagen, okay, da müssen wir eine Situation finden, wo ich einfach mit kleinerem Risiko reingehen kann, bei dem gleichen Ziel und das Ganze so anzupassen. Also das Chance-Risiko-Verhältnis hat bei der Risikobestimmung für den Trade auch immer einen sehr, sehr wichtigen Anteil. Ja? Das heißt, der Betrag, den wir hier im Risiko haben, der dient dazu, uns vor einem finanziellen Desaster zu bewahren und, das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, deswegen auch in roter Farbe geschrieben, der Betrag, der hier genommen wird für die Risikobegrenzung des Trades, der darf auf keinen Fall Einfluss auf unsere Emotionen nehmen, weil in dem Moment, in dem das Risiko so groß wird, dass wir emotional werden, haben wir keine Chance, den Trade vernünftig durchzuziehen, weil dann sitzt man irgendwo wie das Kaninchen vor der Schlange mit Angst an der Angst und sozusagen der Hand an der Maus und man macht einfach alles, aber man hält die Strategie nicht durch. Das ist wichtig, die Emotionen müssen definitiv außen vor gelassen werden. Kommen wir zur Zielplanung an sich. Was braucht man für eine Zielplanung? Man kann bei der Zielplanung sehr, sehr gut und schön mit dem Markt arbeiten. Das heißt, der Markt läuft häufig bestimmte Parameter, bestimmte Preismarken an. Und diese Preismarken liefern in der Regel gute Level, um Gewinnmitnahmen zu machen. Und das ist gut und wichtig zu wissen, weil man kann das Ganze strategisch erfassen für die Strategie und auch
im Handelssystem. Das heißt, man kann das Ganze per Chart auch direkt nutzen, um seine entsprechende Gewinnmitnahmeorder im Markt zu platzieren. Und das ist ein großer Vorteil, weil Sie müssen da nicht ständig am Markt sitzen und schauen, läuft der Markt denn jetzt noch weiter oder nicht, muss ich die Position schließen, sondern Sie legen es einfach rein und das Ganze war es gewesen. Und dann ist gut, Sie müssen nichts weiter machen, außer dann vielleicht während des Trades im Trade Management den Stopp ein Stück für Stück in Richtung Ihrer laufenden Position nachziehen. Das heißt, die Zielplanung vervollständigt die Handelsstrategie. Das heißt, wir brauchen einen Einstieg, wir müssen wissen, wo wir die Position und Risiko absichern und wir müssen wissen, wo das Ziel hinkommt und dann haben wir ein rundes Setup und dann können wir nämlich auch mit diesen ganzen Sachen in der Risikobestimmung beispielsweise auch das Thema Chance-Risiko-Verhältnis durchsprechen. Jetzt möchte ich gerne an dieser Stelle noch einmal eingehen auf ein paar meiner Strategien, die ich sehr, sehr gerne und auch profitabel trade. Das sind zum einen Korrekturmuster in laufenden Trends wie Dreiecke, Flaggen oder Keile. Das bespreche ich beispielsweise auch jeden Morgen in den Morning Briefings hier bei Tickmill. Im Traders Magazin habe ich auch schon den einen oder anderen Artikel dazu geschrieben. Also das sind Dinge, die funktionieren wirklich sehr, sehr gut und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen anderen Tradern in den Globus. Wo schaue ich noch hin? Auf Preismarken mit hoher Betrachtung bzw. mit hoher Beachtung anderer Händler. Das sind historische Kaufbereiche oder Verkaufbereiche und Preismarken mit hoher Betrachtung der Händler an technischen Wendepunkten bzw. Korrekturwenden. Das ist einfach, das sind so Dinge, da schauen viele hin und dort ist meistens Price Action gegeben und das sind so die Punkte, da möchte ich mich am Markt entsprechend auch mit positionieren. Und hier haben wir mal einen Trade, ein Trade-Beispiel im Währungspaar britisches Pfund US-Dollar. Handel aus der Korrektur im Abwärtstrend. Das Ganze war hier gewesen am 17.02. Da haben wir es gehabt hier. Wir sehen es, das sehr, sehr schön. Der Abwärtstrend, der hier am Laufen ist. Dann haben wir die Korrektur gehabt, die schön nach oben gelaufen ist. Und hier in diesem Bereich, was ich hier im Hintergrund markiere, dort oben hat sich ein Korrekturmuster ausgebildet. Das heißt, es hat sich angedeutet, dass der Markt möglicherweise rumdreht und wieder in Richtung der übergeordneten Trendrichtung läuft. Das heißt, dass die Bewegung anfängt. Das ist das, wie mir das Ganze hier ins Auge gestochen ist. Und was habe ich dann gemacht? Im nächsten Schritt bin ich hier auf den untergeordneten Zeitrahmen gegangen. Das heißt, was ich hier sehe, ist der Tageschart und der Trendwechsel als Signallage, den habe ich mir angeschaut hier im Verlauf des Stundencharts im britischen Pfund. Und da sehen wir sehr, sehr schön hier an dieser Stelle, wie schön der Trend nach oben gelaufen ist. Das war sozusagen der korrektive Trend, ein Aufwärtstrend, ganz klar. Und was dann passiert ist, das war dann interessant. Wir haben eine sehr, sehr starke Bewegung nach oben gehabt und hier an dieser Stelle hat sich dann ein Gegentrend gebildet. Und dieser Gegentrend war für mich das Indiz bei dieser Umkehrformation, die wir auf dem Tageschart gesehen haben, dass ich gesagt habe, schau hier mal drunter, wenn es hier in der untergeordneten Zeiteinheit zu einer Trendfortsetzung kommt, wäre das dann die Bestätigung des Abwärtssignals. Das heißt, dass die Signallage wieder auf die Short-Richtung umdreht. Und das möchte ich nutzen. Was habe ich dann im Endeffekt gemacht? Ich habe das gesehen hier oben. Okay, wenn sich dieser Trend hier an dieser Stelle fortsetzt, um die Marke von 1.300 oder 1.3001, das war mein Entry sozusagen dort unten, dann habe ich mein Signal, Absicherung habe ich gesagt, okay, wo ist denn der späteste Punkt, wann die Korrektur sozusagen weiter über die Preisseite nach oben aufgedehnt wird. Das ist dann hier oben die Marke, das Top da oben um die 1.30715. Und dann als nächstes habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wo könnte denn Price Action auf der Unterseite kommen? Das heißt, was sind gute Anlaufpunkte? Wo habe ich Chancen, dass der Markt reinlässt? Und da habe ich hier die Korrekturtiefs gesehen und ich habe mir einfach gesagt, okay, wenn der Markt in der größeren Zeiteinheit zur Trendfortsetzung geht, muss er ja irgendwo auch über diese Marken gehen, die wir hier drinnen haben. Und da habe ich gesagt, gut, dann sehe ich jetzt hier eine gute Chance, dass wir hier in die 1.2895 reinlaufen. Und damit habe ich mein Ziel gehabt an dieser Stelle. Wie ist es ausgegangen? Hier sehen wir es. Es ist sehr, sehr schön gelaufen. Wir konnten auch den Stopp hier entsprechend nachziehen, nach unten hin. Und wir sehen es, der Markt ist nicht nur in unseren Zielbereich reingelaufen, sondern auch in die Trendfortsetzung auf der größeren Zeitebene hier unter das alte Tief drunter. Das heißt, wir haben hier mit diesem Trade
einen Gewinn von dem 1,5-fachen Risiko einfahren können, eine feine Sache, wie ich finde. Und das sind halt die Dinge, die können wir immer wieder duplizieren. Und wer mal wissen will, wie man das Ganze umsetzen kann, ich hatte das ja während der Zeit ja auch schon ab und zu mal gesagt, es gibt einen Signaldienst zum Forex, wo ich mit dem Martin Gösch zusammen nach guten, interessanten Handelsideen im Trading schaue, im Forex-Trading hier, das ist bei Devisen 100, ist es so, wenn man diese Handelssetups einmal verinnerlicht hat und das Ganze dupliziert an den Märkten, bringt das konstant und Ruhe rein. Und wenn man sich die Graphen hier mal anschaut, es ist halt im Trading so, es geht nicht immer nur schnurstracks nach oben, sondern es wechseln sich immer Gewinn- und Verlustphasen ab. Ja, wir haben den Dienst hier im Januar 2020 gestartet und wir stehen aktuell hier mit Stand vor zwei Tagen bei 18%, etwas über 18% im Plus. Und wenn man mal schaut, das Ganze als Asset-Beimischung beispielsweise als Vergleich, wer auch den Aktienmarkt mit tradet, viele Deutsche schauen da ja auf den DAX. Der DAX ist hier minus mit 20% auf Jahresbasis zum Zeitpunkt, als wir diese Grafik hier erstellt haben. Da sieht man einfach mal, welcher hohe Sinn dahinter steckt, dass man sein Portfolio diversifiziert und nicht nur auf eine Assetklasse schaut, sondern auch diverse Assetklassen im Portfolio miteinander kombiniert und das Ganze hier an dieser Stelle laufen hat. An der Stelle sage ich danke für die Zeit. Hier oben steht es geschrieben, bleiben Sie dran. Es gibt weitere Top-Vorträge, das Webinar, Top-Trading-Resultate mit Hebeln im Forex-Markt heute um 14 Uhr, dann das Follow-up-Webinar am 30. April um 18 Uhr und das Börsentägliche gibt es bei mir, mit mir, die Live-Analysen und Handelsideen hier auf bei Tickmill beziehungsweise auf der Facebook-Seite von Tickmill. Danke für die Zeit und bis später.